Servus Leute und herzlich willkommen bei der Autotester.de, eurem Autotester des Vertrauens. Ich bin die Jessie und stehe mal wieder hier in Neuburg an der Donau im Audi Experience Center und habe heute die ehrenvolle Aufgabe, euch eines meiner Traumautos vorzustellen, und zwar den Audi SQ8. Und ich freue mich schon wie Schnitzel darauf, weil es wirklich, wie gesagt, eines meiner Traumwagen ist. Falls ihr Bock drauf habt, dass ich euch alles zu dem heute zeige, vom Fahren bis hin zur Optik, dem Innenraum und auch ja alles, was vorne für den Fahrer wichtig ist, dann bleibt jetzt gerne dran. Ihr findet uns nicht nur hier auf YouTube, macht gerne die Glocke an, sondern auch auf Instagram, Facebook und TikTok. Abonniert uns auch da und dann würde ich sagen, gehen wir mal los und schauen uns die Optik an. Kommt mit! Bevor wir jetzt mit dieser wahnsinnig coolen Optik anfangen, kurz noch was in eigener Sache. Schaut gerne mal beim Kooperationspartner von uns vorbei, GoLeasy ist das. Das ist eine Vergleichsplattform für Leasingangebote. Die vergleichen unter anderem zwischen Anbietern wie Leasingmarkt, Vehiculum oder auch Nullleasing. Und da findet ihr garantiert den besten GoLeasy-Preis. Aber jetzt fangen wir mit dieser Hammer-Optik an. Ich stelle mich mal hier rüber und ihr seht schon, ich bin mit meinen 1,64 Meter wirklich klein neben dieses brachiale Monster. Wir haben hier vorne, was mir sehr gut gefällt, das Black-Paket drauf und bei den S-Varianten ja die Streben, die hier eben nach oben gehen, diese doppelten Streben, die ja sehr S-typisch sind. Das Audi-Logo haben wir aktuell hier noch in Silber. Ich würde es auf jeden Fall in Schwarz nehmen, dass er noch böser aussieht. Aber das ist ja eine optionale Sache, die man sich noch dazu konfigurieren kann. Hier dann auch das SQ8-Zeichen und wir haben hier unten ja auch alles nochmal in Schwarz. Auch die Lufteinlässe hier an der Seite sind in Schwarz. Wir haben hier vorne ja eine Lippe, die herumgeht. Hier unten auch nochmal eine zweite Lippe, die das Ganze sehr sportlich aussehen lässt. Und hier eben auch nochmal diesen Lufteinlass. Hier haben wir jetzt Matrix-LED-Lichter, nicht die Laserlichter. Die könnt ihr euch beim Jan im SQ7-Review anschauen. Die sind für mich aber wirklich auch schön. Was halt fehlt optisch, ist einerseits eben dieses blaue Licht, beziehungsweise diese blaue Elemente da drin und natürlich ein paar technische Optionen. Dann gehen wir hier mal langsam ins Profil und ihr seht, hier sind wahnsinnig große Felgen drauf. Ich stelle mich mal daneben, das geht mir bis zum ja, obersten Oberschenkel. Wir haben jetzt hier die 23 Zoll drauf, die gehen jetzt beim SQ8 von 21 bis 23 Zoll, beim SQ7 übrigens nur von 20 bis 22 Zoll. Und wenn ich mich jetzt hier mal ins Profil stelle, seht ihr schon ein riesiges Auto. Die genauen technischen Daten schreibe ich euch unten übrigens in die Beschreibung rein. Und mir persönlich gefällt er jetzt besser als der SQ7, wegen eben dieser herabfallenden Dachform, die ich wirklich cool finde. Wir haben zwar ein paar Einbußen, kleine Einbußen beim Platz, im Kofferraum auch hinten, aber das zeige ich euch später. Noch ein paar Dinge zum Thema Fahrwerk. Wir haben jetzt hier serienmäßig das Luftfahrwerk. Wir haben aber auch optional dann noch eine Progressivlenkung. Wir haben aber auch das Advanced-Paket, wobei wir dann eben eine Wankstabilisierung haben und ein Sperrdifferenzial hinten. Aber jetzt gehen wir mal uns das Auto von hinten anschauen. Das ist nämlich für mich die Schokoladenseite. Kommt mal mit. Und hier besonders schön ist wirklich dieses Lichtband, was sich hier komplett durchzieht. Die Rückleuchten sind auch wirklich wunderschön designt und haben auch eine wahnsinnig schöne Lichtorgel. Ich kann euch nicht versprechen, dass wir heute schaffen, da noch ein Schnittbild von zu machen, weil es echt wenig Zeit ist. Hier haben wir dann nochmal das Audi-Logo, was ich gerne in Schwarz haben möchte und eben nochmal so eine ja, schwarze Linie, die das Ganze nochmal abhebt. Wir haben hier unten ja jeweils vier Endtöpfe, die ziemlich krass aussehen und ziemlich aggressiv sind, und wir haben hier auch noch mal ja so ein kleines Element mit einem Wabenmuster. Aber jetzt würde ich sagen, bleibt ihr mal da stehen und ich zeige euch jetzt erstmal den Sound und ihr sagt mir danach, wie ihr den findet. Und was sagt er? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Aber jetzt gehen wir zu etwas Spießigerem, und zwar den Kofferraum. Den schauen wir uns jetzt mal kurz an. Ich mache den mal auf. Hier haben wir, wie gesagt, kleine Platzeinbußen. Wir haben hinten auch noch ein bisschen was im Kofferraum. Normalerweise stehe ich ja hinter der Kamera und mache die dann auch immer leer. Jetzt schauen wir hier mal kurz rein. Wir haben hier einmal ja noch mal so ein
Sicherheitsnetz, was man ganz einfach herumschieben kann. Wir haben hier noch einen doppelten Ladeboden, da kann ich dann auch noch mal was verstauen. Ich habe hier oben noch mal eine Ladesicherung, was jetzt wirklich cool ist. Hier drüben kann ich einmal eben, wie gesagt, das Luftfahrwerk hoch und runter fahren, was ziemlich praktisch ist, vor allem wenn man eben vom Einkaufen kommt und ich, ja, etwas kleinere Frau, eben da die Bierkästen reinheben muss. Das ist dann nicht so praktisch. Jetzt machen wir unser Zeug schnell wieder rein. Heckklappe geht natürlich auch elektrisch und dann würde ich sagen, schauen wir uns noch kurz die Rückbank an. Zum Thema Platz, da bin ich jetzt natürlich nicht der beste Vergleich mit meinem kleinen 1,64. Wir haben jetzt hier auch nicht richtig die Vordersitz eingestellt. Ja, jetzt sitze ich hinten. Lasst euch nicht verwirren davon, dass dieser Beifahrersitz da vorne ein bisschen weiter hinten ist, denn ich habe trotzdem genug Platz. Schaut euch das mal an. Ich habe hier vorne noch mal zwei Fäuste Platz, obwohl der wirklich nach ganz hinten gefahren ist. Wir haben hier hinten wirklich sehr schönes Leder, was ich euch vorne noch mal zeige, und eben diese schöne Rautensteppe. Wir haben hier in der Mitte auch noch mal eine Armauflage. Hier habe ich dann auch noch mal einen Cupholder, den ich aufmachen kann. Hier muss ich euch ehrlich sagen, die finde ich ein bisschen klein, ehrlich gesagt. Gerade so, wenn man jetzt beispielsweise bei McDonald's oder so war, ist es relativ schwierig, da so einen Cup reinzubekommen. Wir haben hier unten dann noch ja ein kleines digitales Display für die Klimaautomatik und hier unten auch noch mal zwei USB-C-Stecker. Also alles, was auch die quengelnden Kinder da hinten brauchen. Und wie gesagt, wahnsinnig viel Beinfreiheit. Aber jetzt würde ich sagen, schauen wir uns noch kurz den Motor an, weil das ist das Herzstück des Ganzen. Dafür mache ich jetzt mal die Motorklappe auf und ihr kommt mit. Wir haben nämlich hier einen V8 Biturbo Vierzylinder mit 507 PS und 770 Newtonmeter maximales Drehmoment, was echt der Knaller ist. Wenn man das jetzt mit dem RS Q8 vergleicht, ist es aber schon ein bisschen krass, weil der hat halt eben 600 PS, also 93 PS mehr und nur 800 Newtonmeter maximales Drehmoment oder nur, aber eben nur 30 Newtonmeter mehr als der RS Q8. Der beschleunigt von 0 auf 100 in 4,1 Sekunden und hat einen Verbrauch von 12 Litern. Das liegt daran, dass wir eine Zylinderabschaltung haben, die das Ganze dann nochmal unterstützt. Aber jetzt würde ich sagen, mache ich hier wieder zu. Ihr kommt mit und wir springen jetzt da rein. Ja, weiter geht es, wie versprochen, mit dem Innenraum. Ich erzähle euch jetzt hier so ein bisschen was zum Thema Architektur oder eben auch, ja, wie hier alles drin aufgebaut ist und auch alles zum Thema Infotainment. Aber fangen wir jetzt mal zum Thema Architektur an. Und ich muss euch sagen, ich habe hier vorne genauso wie hinten wahnsinnig viel Platz. Wir haben hier vorne Carbon, was mir sehr gut gefällt, auch eben in den Türen und auch hier in der Seite. Das ist optional dazu konfigurierbar. Finde ich wirklich hammerschön. Wir haben hier das Valcona-Leder mit eben der Rautensteppung und bei mir im Nacken das S-Zeichen mit den integrierten Kopfstützen, die wir in dem Sport Plus Sitzen haben. Die sind wirklich sehr bequem, geben auch guten Seitenhalt, den man hier in dieser Rakete auf jeden Fall auch braucht. Dann haben wir hier ja das S-typische Lenkrad, unten abgeflacht, hier vorne dann auch noch das S-Emblem drauf mit eben perforiertem Leder. Ich persönlich würde das Alcantara-Leder bevorzugen, aber das ist nur meine persönliche Meinung. Und sonst haben wir natürlich auch sehr viele Ablageflächen hier drin. Wir haben hier vorne, das finde ich ganz clever gelöst, eine Fläche für den, ja, Schlüssel. Den kann man hier perfekt reinlegen, dann fährt er da nicht mehr so rum. Wir haben hier dann nochmal ganz cool, wie ihr seht, fährt es auch so raus, wenn man möchte. Kann hier eben den Arm auflegen und ich kann das auch hier hoch machen und habe hier dann eben ja eine induktive Ladefläche und aber auch noch eben dieses, ja, Tüchlein, mit dem ich dann vorne den ganzen Klavierlack und aber auch die Displays abwischen kann, was sehr wichtig und praktisch ist, weil man dann ganz viele Fingerdoben sonst drauf hat. Und jetzt kommen wir mal hier vorne kurz drauf. Ich muss mal die Zündung anmachen, beziehungsweise den Motor mache ich jetzt an. Ich mache mal nur die Zündung an. Ich muss hier vorne die Zündung anmachen, um euch da vorne ja einerseits das digitale Cockpit zu zeigen und hier in der Mitte dann auch noch das Infotainment. Und hier vorne beim Cockpit zeige ich euch nur kurz, wenn ich hier auf die View-Taste drücke, habe ich verschiedene Ansichten, die ich wählen kann. Ich kann hier einmal links eben, ja, mir anzeigen, in welchem Fahrmodus ich gerade bin, rechts, wie schnell ich fahre. Kann hier aber auch mir den Drehzahlmesser und aber auch die Geschwindigkeit in die Mitte reinschieben und kann hier eben, wenn ich herumdrücke hier unten oder beziehungsweise hier runter drehe, mir verschiedene Dinge zum Fahrassistenz anzeigen lassen, kann mir hier die Karte sehr groß anzeigen lassen, was meine persönliche Favoritenansicht ist, kann mein Mobiltelefon natürlich auch verbinden und auch das Radio anzeigen lassen. Aber jetzt noch kurz zum Infotainment hier in der Mitte, das zeige ich euch schnell. Audi-typisch,
Hier klicke ich drauf, habe ich einmal hier ja eine ja so hochstehende Kacheln, die ich mir konfigurieren kann als Shortballist. Also das sehe ich immer direkt, wenn ich dann auf Home komme. Kann die auch verschieben, indem ich hier länger drauf drücke und kann es aber auch mit den kleineren Kacheln hier machen. Das habe ich euch auch schon ein paar Mal gezeigt. Ihr seht, ich kann die jetzt einfach umtauschen. Jetzt ist Fahrzeug an zweiter Stelle. Und das Wichtigste, was ich euch zeigen muss, ist einerseits hier oben fertig, das Thema Fahrzeug. Da haben wir dann ja eben Audio Drive Select, da zeige ich euch kurz die Modi. Wir haben hier Efficiency, Komfort, Auto, Dynamic und Individual und können bei Individual verschiedene Dinge einstellen, wie zum Beispiel den Antrieb zwischen effizient, ausgewogen und sportlich, das Fahrwerk auch komfortabel, ausgewogen und sportlich, die Lenkung auch eben komfortabel, ausgewogen und sportlich, den Motorsound, den haben wir sehr präsent, den habt ihr auch schon gehört, der ist wirklich gut. Und ich kann euch hier auch noch kurz etwas zum Thema Fahrassistenzen zeigen, die sind nämlich auch ganz wichtig. Hier haben wir beispielsweise Nachtsichtassistenten, Abstandswarnung, Audio Presensen, Spurwechselwarnung, Kreuzungsassistenten, Notfallassistenten, Ausstiegswarnung und auch eine Pausenempfehlung, also alles, um ja autonomes Fahren Level 2 zu haben und zu garantieren. Und hier unten haben wir dann auch nochmal eine digitale Fläche bzw. ein digitales Display für die Sitzheizung und auch für die Klimaautomatik. Das finde ich wirklich cool gelöst und gibt dem Ganzen einen wahnsinnig wertigen Look. Was mir gut gefällt. Hier hinten haben wir dann auch mal die Rückfahrkamera, die zeige ich euch nochmal. Die sieht eigentlich sehr audiotypisch scharf gestochen aus. Hier in der Mitte haben wir dann auch noch den Gangwahlhebel, den ich sehr angenehm finde. Würde ich aber schön an Alcantara finden, ist aber nur meine persönliche Meinung. Aber jetzt quatsche ich nicht mehr so viel rum und würde sagen, wir fahren jetzt mal los. Ja, weiter geht's jetzt wie versprochen mit dem Fahren mit Sonnenbrille, dass ich nicht geblendet werde. Und ich mache euch jetzt erstmal den Motor an. Gehe jetzt hier erstmal in den Dynamic-Modus, sehr wichtig. Den haben wir nämlich hier unten. Da muss man ein bisschen runterscrollen. Dann gehe ich hier mal neutral und drücke mal aufs Gas. Und ihr hört da jetzt mal kurz rein. So hört sich der Sound also von innen an. Da hinten gucken die Leute auch schon ganz komisch. Dann würde ich sagen, fahren wir mal los. Ja, und ich muss euch sagen, ich habe wahnsinnig viel Spaß gehabt hier mit dem SQ8 den ganzen Tag in Neuburg bzw. in Ingolstadt. Warum ist das so? Ich zeige euch gleich, warum das so ist. Und zwar, weil wir hier eine Beschleunigung von ja, 4,1 Sekunden auf Tempo 100 haben, was der Knaller ist. Und das machen wir jetzt hier vorne gleich mal zusammen, wenn denn genug Platz ist. Ja, das sieht gut aus. Ich bremse dafür hier mal runter. Hinter mir kommt keiner. Und dann drücke ich das Gas durch. Und ihr seht, oh mein Gott, das Head-Up-Display warnt mich vorne schon, ich war über 100, das ist echt der absolute Knaller. Wir haben hier eine wahnsinnige Beschleunigung und ich fühle mich aber gleichzeitig ja nicht so wie in einem krassen Sportwagen, der super tiefer liegt, sondern ich fühle mich gleichzeitig auch sehr sicher, also wirklich wie in so einem Panzer. Ich kann hier natürlich jetzt auch einen Komfort wieder schalten und bin natürlich dann hier viel komfortabler unterwegs, kann so beispielsweise meine Kinder sehr bequem zur Arbeit bringen. Ihr habt auch gesehen, da hinten ist sehr viel Platz und auch beim Fahren bringt eben der Wankstabilisator, den wir hier drin haben, sehr angenehmes Kurvenverhalten. Wir haben hier eine Luftfederung, die ich hier vorne, aber eben auch hier hinten einstellen kann. Je nachdem, ob ich jetzt auf der Autobahn unterwegs bin oder auch in der Stadt, ist es ganz praktisch. Auch die Progressivlenkung macht sich bemerkbar, je nachdem, in welchem Gang ich gerade bin oder in welchem Modi ich bin. Und auch die Allradlenkung ist wirklich tipptopp. Ich habe da nichts zu meckern. Ich kann euch dieses Auto wirklich empfehlen, falls ihr den Spagat haben wollt zwischen ich will einfach ein großes SUV, um meine Familie transportieren zu können und gleichzeitig aber auch ja meine Frau, Familie, Mann und Kinder und aber eben auch sportlich zur Arbeit fahren zu können oder eben auch zu Freunden und ja auch auf der Autobahn mal richtig ballern zu können. Wirklich tipptopp. Das Einzige, was ein bisschen traurig ist, ist, dass der Diesel jetzt nicht mehr da auf dem Markt ist. Ja, da haben sich die Ingolstädter wohl ein bisschen an den Markt orientiert, wenn man sich jetzt beispielsweise den Cayenne GTS anguckt oder so. Die haben halt eben auch alle diesen V8 Biturbo. Ist ein bisschen schade, vor allem wenn man Langstrecken fahren möchte, aber sonst gibt es wirklich echt wenig zu meckern. Kommen wir zu meinem kurzen Fazit und der Beantwortung der Frage, ja, ob der SQ8 für mich ja ein absoluter Traumwagen ist. Und ich habe es euch ja eingangs schon gesagt, er ist es. Warum ist es so? Für mich ist es ja ein sehr schöner Vergleich, beziehungsweise wenn ihr euch mal das Review vom Jan anguckt zum SQ7, dass wir eben diese herabfallende Dachlinie haben. Für mich wirklich sind Coupés einfach schöner, aber das ist eine persönliche Meinung. So wie er jetzt hier dasteht, kostet er aber knapp 100.000 Euro, was schon ein sehr saftiger Preis ist. Aber ich muss euch sagen, wenn man das mit dem SQ8 dann vergleicht und man hat da ja nur ein paar
PS weniger, beziehungsweise ein paar Newtonmeter weniger, muss ich echt sagen, dass der SQ8 für mich eine wahnsinnig gute Alternative ist. Falls der euch so zu teuer sein sollte, was ich gut verstehen kann, dann denkt auch mal über Leasing nach und schaut bei unserem Kooperationspartner GoLeasy vorbei. Das ist eine Vergleichsplattform für Leasingangebote. Die vergleichen unter anderem zwischen Partnern wie Leasingmarkt, Nuleasing und Vehiculum. Und da findet ihr garantiert im besten Jahr GoLeasy-Preis. Hier seid ihr jetzt gelandet bei www.derautotester.de, eurem Autotester des Vertrauens. Ihr findet uns nicht nur hier auf YouTube, macht gerne die Glocke an, sondern auch auf Instagram, Facebook und TikTok. Würde mich riesig freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Traumwagen wieder. Bis dann, Freunde.